Ihr wollt einen Kaffee mit viel Geschmack, der aber mild ist und kaum Säure hat? Dann seid ihr bei diesem Geschmackstest richtig. Kaffee Navigator. Geschmackstest. Mit Oliver Springer. Hallo. Die Wiener Mischung Fiaker soll kräftiger schmecken, als sie ist. Frei von Bitterstoffen und reizsam. Das nimmt die Bögel Kaffee Privatrösterei für die hier getestete Mischung aus 5 Arabica-Kaffees in Anspruch. Für die Transparenz, für unseren Kaffeetest haben wir ein halbes Pfund ganze Bohnen bekommen. Was sagt der Anbieter über den Kaffee? Die Kleinrösterei Bögel Kaffee aus Wittibreuth im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn in der Nähe von Passau bringt in dieser Mischung 5 ihrer besten Arabica-Kaffees zusammen. Zum Geschmack sagt der Röster, die Kaffeekomposition besticht mit vollem Aroma und viel Tiefe, welche die Aromen der verschiedenen Röstgrade miteinander vereint. Mittelkräftig, keinerlei Bitterstoffe, reizstoffarm, anregend, als Muntermacher gut geeignet. Unser Geschmackstest. Beim Schnuppern an der frisch geöffneten Packung war es für mich schwierig, den Duft einzuordnen. Bei einer Mischung aus 5 verschiedenen Kaffees ist das nicht überraschend. Auf jeden Fall roch es ausgesprochen frisch und angenehm. Aufgebrüht duftet die Wiener Mischung Fiaker zartfruchtig und leicht würzig. Ich denke an Nelken, Kräuter und sehr leichte Getreidenoten scheinen ebenfalls dabei zu sein. Die Kaffeebohnen eignen sich für zahlreiche Zubereitungsarten. Als Espresso aus dem Vollautomaten schmeckt die Wiener Mischung Fiaker auffallend mild und säurearm, aber trotzdem nicht langweilig. Ich bemerke Getreidenoten, mir gefällt der etwas würzige und vor allem leicht scharfe Geschmack sehr gut. Der Espresso ist kaum bitter, im Nachklang sanft rauchig, ganz leicht süßlich und malzig und wirkt auf dezente Art milchig-cremig. Bei der Zubereitung in der Siebträgermaschine entdeckte ich außerdem eine dezente Kakaonote. Für Filterkaffeemaschine und French Press kann ich diese Mischung von Bögel Kaffee ebenfalls empfehlen. Frisch aufgebrüht duftet der Kaffee hier ein Stück fruchtiger und eher süßlicher als würzig. Ich denke da an Traubenzucker. Ob Stempelkanne oder klassische Kaffeemaschine. Als Filterkaffee wirkt die Wiener Mischung Fiaker im Vergleich zum Espresso deutlich milder, weicher und leichter. Preis im Testzeitraum. Im Onlineshop der Rösterei wird die Wiener Mischung Fiaker gemahlen und ungemahlen verkauft. 250 Gramm kosten zuzüglich Versand 6,20 Euro, 1 Kilogramm 23,50 Euro. Fazit. Die Wiener Mischung Fiaker der Bögel Kaffee Privatrösterei ist mild und doch sehr aromatisch. Da sie nur wenig Säure besitzt, ist sie besonders gut für die Espresso-Zubereitung geeignet. Mir hat der Kaffee geschmeckt und zwar so gut, dass jetzt nichts mehr übrig ist, was ich in die Kamera halten könnte. Aber ich kann eure Fragen beantworten, entweder hier in den Kommentaren oder auf meinem Kaffeeblog kaffeenavigator.de. Schaut doch gleich mal vorbei. Den Beitrag zum Nachlesen, Fotos und sogar ein Video. Jetzt online auf kaffeenavigator.de.